In der Mythologie ist es ja so, dass die Hölle das Feuer ist. Ich weiß, die Hölle ist das Wasser. Ich habe vor keinem Film in meinem Leben so eine Angst gehabt wie vor diesem Film. Das war der härteste Dreh meines Lebens. Mit nicht allzu großer Fantasie konnten sie sich fühlen wie im Krieg. Es war mehr als nur einen Film gedreht zu haben. Es gibt keine Frauen im Film, keine Liebesgeschichte, nichts. Wie soll so ein Film erfolgreich sein? Es ist Deutschlands erfolgreichste Filmproduktion, Das Boot. Ein Film, der mit vielen Konventionen brach und zum Meilenstein der Filmgeschichte wurde. Ein Film, der erstmals und mit aller Härte von den Schrecken des Seekrieges erzählte. Fanden doch von den 40.000 U-Boot-Männern der Kriegsmarine fast 30.000 den Tod. Kali, alles klar, ja? Attention. Action! Ein deutsches Filmteam im Herbst 1980 im französischen La Rochelle. Während des Zweiten Weltkriegs war der Hafen ein wichtiger Bestandteil des Atlantikwalls. Stop, 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 stop! Die gigantischen, von den Nazis errichteten Bunkeranlagen sollen nun die perfekte Filmkulisse bieten. La Rochelle ist eine Kleinstadt, also 50.000 Einwohner oder was, und auf einmal kommen da 300 Deutsche. Und alle in Wehrmachtsuniform. Das war also eine ausgesprochen merkwürdige Geschichte, dass wir also daherkamen und Nazi-Uniformen und WDR-Mädchen und weiß der Kuckuck was, also aus diesen reizenden Franzosen machen mussten. Also wir haben uns da sehr versucht, mit Fingerspitzen da zu bewegen, was auch gelungen ist. Die Arbeit in La Rochelle ist eine heikle Sache. Die zahlreiche Statisterie für das Ende von U96 rekrutiert sich aus Französinnen und Franzosen der Umgebung. Sehr teutonisch wirken sie nicht, aber geduldig machen sie mit. Geduldig sehen sie mit an, wie ihr Hafen von Deutschen okkupiert wird wie einst. Und nachsichtig sagen sie untereinander, les Allemands sont fous quand même. Die Deutschen spinnen nach wie vor. Auf einmal war La Rochelle eine Mischung aus Cannes zu den Filmfestspielen, aber auch Paris zur Besatzungszeit. So. Und so haben die Franzosen halt auch empfunden. War nicht witzig für die. Das Boot war für deutsche Verhältnisse keine normale Filmproduktion. Um zu verstehen, welche Wirkung dieser Welterfolg entwickeln konnte, muss man in die Geschichte eintauchen. Saint-Nazaire, Frankreich 1941. Der 23-jährige Kunststudent Lothar Günther Buchheim geht als Leutnant im Auftrag des Propagandaministeriums an Bord des U-Boots U96. Im Nordatlantik sollen alliierte Schiffskonvois versenkt werden. Buchheim soll diesen vermeintlich heldenhaften Kriegsdienst dokumentieren. Die Besatzung war in Oberdeck angetreten. Der 1 Uhr machte Meldung an den Kommandant. Der Kommandant brachte diesen Leutnant Sondervierer mit und stellte ihn als Marinemaler vor. Wir haben Gast an Bord. Leutnant Werner. Marinekriegsberichter. Wird sich ein bisschen bei uns umsehen. Er will anständige deutsche Helden sehen. Also benehmt euch entsprechend. Er hat sich alles angesehen. Alles, überall, wo was los war, war der Buchheim zugang. Und hat Notizen gemacht. Sehr viel. Wir selbst hatten ihn nicht malen sehen. Er war aber immer mit der Kamera bewaffnet und hat jede Menge Fotografien gemacht. Buchheims Fotos fanden weite Verbreitung in diversen Medien der NS-Propaganda. Nach ihnen fertigte er auch Zeichnungen und Gemälde an. Für Buchheim war das natürlich sehr dramatisch, weil er als junger Mann das erste Mal sowas mitmachte, nicht?
Also er ist ja nur zweimal gefahren, er ist einmal bei Lehmann-Willenbrock gefahren und dann hat er nochmal ein Boot überführt. Jahre später verarbeitet er seine Erinnerungen in dem Roman Das Boot, der 1973 ein Kassenschlager wird. Das Buch ist weit, weit überzogen, gell? Dichterische Freiheit. Die Bavaria Filmstudios in München sichern sich die Verfilmungsrechte an Buchheims Bestseller. Noch bevor ein fertiges Drehbuch vorliegt, werden ein Innen- und ein Außenboot nachgebaut. Die U-Boot-Kulissen sind aus massivem Stahl, 70 Meter lang und kosten zusammen fast 2,5 Millionen D-Mark. Haben wir eine eigene Halle gebaut in der Bavaria. Eine Holzhalle, in der beide Boote nebeneinander gebaut wurden. Anhand von Unterlagen, von Fotos und so weiter. Ohne zu wissen, wann es losgeht. Es gab damals die Idee, das Boot auch als amerikanischen Film zu machen, weil man sich dann natürlich den Weltmarkt dafür versprach. Die Bavaria holt renommierte Hollywood-Regisseure nach München. John Sturges, bekannt durch den Western Die glorreichen Sieben. Dann Don Siegel, der mit Dirty Harry einen Kinohit gelandet hatte. Mit diesen Regieroutiniers soll das Boot ein Welterfolg werden. Und das scheiterte sofort am Buchheim. Also die hat gesagt, mit diesen Arschlöchern mache ich doch mein Boot nicht. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Soweit ich weiß, weil die Amerikaner die Deutschen zu sehr als Stereotype Nazis da verkaufen wollten, da hat Buchheim nicht mitgemacht. Die Entstehungsgeschichte, soweit ich so weiß, vom Boot war so, dass die Amerikaner das ja drehen wollten. Die hatten aber eine Drehbuchvorstellung, die war also ziemlich grausam. Wollten also nur von blutrünstigen Deutschen sprechen, die ungefähr so ihre Opfer essen zum Abend zum Tisch. Die Amerikaner verlassen das Projekt. Das Boot steht vor dem finanziellen Aus. Mit Günther Rohrbach erhält die Bavaria Anfang 1979 einen neuen Geschäftsführer. Rohrbach geht das Wagnis ein, das Boot als rein deutsche Produktion weiterzuführen. Ich wurde dann zum neuen Geschäftsführer benannt und meine erste Aufgabe war, sehen Sie zu, dass das Boot flott kriegen. Und er sagte, Wolfgang, wir haben ja diese U-Boot-Leiche da noch liegen. Das heißt, die Leiche auch nicht nur die Rechte und das viele Geld, was schon ausgegeben wurde, sondern auch das tatsächliche Boot, was ja gebaut war schon, 70 Meter lang, was da auf dem rostete, auf dem Bavaria-Gelände. Willst du das nicht machen? Wollen wir das zusammen machen? Es gab dann auch ein Angebot, ein großzügiges Angebot der Finanzierung einer Fernsehserie. Das war es, was die Gesellschafter, die ja Fernsehanstalten waren, eigentlich wollten. Die wollten gar keinen Spielfilm. Und dann machen wir ganz klein, sagt er. Wir machen das so als Fernsehserie. Ach, dachte ich, ja, schon scheiße, Fernsehserie. Und habe mich dann zurückgezogen in meine Wohnung und habe dafür ungefähr drei, vier, fünf maximal alles zusammen Monate mit, wie ich dann mal so schön gesagt habe, mit der rechten Hand heimlich schon den Kinofilm geschrieben und mit der linken Hand sozusagen die 6-Stunden-Version, die lange Version. Und das war wirklich, das war tricky. Philipp, das ist nicht mehr die alte Gang. Jetzt kommen die Quickse. Die nassforschen Typen. Maulhelden. Arschbacken zusammen, Eier einklemmen und den Glauben an den Führer im Blick. Die werden auch noch ruhiger. Ja, natürlich war das Schielen auf den anderen Markt gegenüber, also über dem großen Teich, natürlich nach Hollywood. Wie weil kriegen wir das nicht eigentlich auch hin? Das war ja nur eins. Und in diesem Fall dann mit einer wirklich deutschen Geschichte. Das ist das Gute daran. Wir wollen da mal einen Zacken mehr machen. Warum denn nicht? Muss doch uns auch gelingen unter dem Motto. Und dann sprang die Lust über, auch auf die, die das Geld auftreiben mussten und dann sinnvoll ausgeben mussten. Garantiert. Und wehe, das wird nichts. Und dann sind eben alle mit einem solchen Ehrgeiz dahinter, weil sie sagen, wenn das schief geht, dann fliegen wir aber richtig auf die Schnauze. Auf der Hochseeinsel Helgoland beginnen die Dreharbeiten. Zunächst ohne Schauspieler. Als erstes sollen mit einem 11 Meter langen Modellboot überzeugende Sturmaufnahmen hergestellt werden. Die Dreharbeiten begannen ja auch mit diesem Modell, um zu sehen, was kann man alles aus so einer Situation herausholen, um später
schwierige Szenen mit dem Originalmodell zu vermeiden, also mit dem 62 Meter langen Original, was er nicht alles konnte. Wir haben schon eine ganze Menge gedreht da. Parallelfahrten mit dem Boot in allen möglichen Wetter- und Lichtsituationen und eben diese Plates, wo die Kamera auf dem Boot montiert war. Und das eben auch teilweise wirklich in schwerer See. Wenn die Fischer reingekommen sind, um Schutz zu suchen, sind wir rausgefahren, um zu drehen. Das Boot lenkt der furchtlose Stuntman Ludwig Huppmann. 5 Wochen und außer Sonntag war ich fast jeden Tag im Boot drin gesessen. Dieser Pilot hatte ein schweres Leben und wir hatten ein schlechtes Gefühl. Da bin ich in das Ding eingestiegen, dann haben die den Deckel zugemacht und haben ihn zugeschraubt. Ich habe dann nur noch Reis und Hühnchenfleisch gegessen und wenn es mir schlecht geworden ist, dann habe ich schnell vorher am Finger in den Hals reingesteckt und hab's erbrochen und hab umgerührt in der Suppe und mit der Lenzpumpe hab ich's wieder rausgeschmissen, alles neu. Herr Leutnant, holen Sie den hin! Ganz flott, was? Suchen Sie Ihre Kamera, Herr Leutnant! Und die See ging hoch und der Wind weht! Ein gutes hat dieses Sauwetter, aber wenigstens die Flieger vom Hals. Windstärke 8 ist gewesen, ne? Und ich bin da drin, mich hat es da umeinander gehaut da drinnen. Ich hab zwar einen Gurt gehabt, aber trotzdem, mich hat es rumbeidelt da drinnen, als wie wenn ein Stall in einer Konservenbüchse drin ist und schüttelt. So ungefähr ist das gewesen, ne? Fast 300 Meter lang war das Schleppseil, wo der mitgeschleppt hat. Das ist durchgehängt und hat sich unten verfangen am Boden irgendwo. Und dann war mir ein Stock dunkel geworden und habe mir gedacht, jetzt schau her, so muss ich es krepieren. Ja, das hätte mir auch nicht gedacht, dass ich auf die Art und Weise draufgeben muss. Ne? Auf jeden Fall, das hat nicht lange gedauert, nach einmal habe ich wieder Licht gesehen. Und hinterher haben sie mich noch ausgelacht, mehr oder weniger, haben sie gesagt, Ludwig, du hast den teuersten Sarg und bin trotzdem wieder neu. Die Ergebnisse des Helgoland-Drehs sind vielversprechend. Die Hauptproduktion kann beginnen, doch vorher müssen die 43 Besatzungsmitglieder von U96 gefunden werden. Also zwischen der Vorproduktion und dann der Hauptproduktion, bevor es dann mit Schauspielern losging, gab es die andere spannende Zeit des Castings. Das waren ganz junge Leute, die waren alle unter 30 und unsere Mannschaft soll genauso jung sein. Und dann bin ich kreuz und quer durch Deutschland gereist und habe Meetings gehabt mit immer 10, 12 Leuten aus der jeweiligen Gegend und wir haben geredet und geredet und jeder wollte Teil des Bootes sein. Der bis dato teuerste deutsche Film soll ohne Stars auskommen. Zudem sollen die Schauspieler in ganz Deutschland gefunden werden und regionale Dialekte sprechen, um die damalige U-Boot-Besatzung authentisch darzustellen. Die Suche nach neuen Gesichtern beginnt. Also Gesichter haben, die noch keiner so gesehen hat. Unverbrauchte Gesichter. Sei ja so verbraucht, schaue ich ja auch noch nicht aus. Ich war gerade so 21. U-Boot Spezialcocktail. Neidisch? Ich war als Schweißer tätig in einem Kraftwerk. Bei mir war es so, dass ich eine Kfz-Lehre durchgeführt habe. Ich hatte den Job beim studentischen Schnellservice für Studentenjobs als Karte gezogen, Komparse gesucht. Und als die dann auftauchten in der Garderobe zum Anprobieren und Maßnehmen oder so, fand ich, da waren ganz hervorragende Typen dabei, prima Jungs. Schotten brechen. Die saufen ab. Mach ich die Tür so auf, da saß einer
umhüllt vom Marlboro-Qualm. Und eben dieser umnebelte Regisseur sagt so, ja, aber das finde ich schön, prima, wenn es so körperlich wird. Kommen Sie doch mal her, genauso habe ich mir den Ario vorgestellt. Es ging wirklich mehr darum, so, sind das nochmal eigene Typen in irgendeiner Form, haben die was Spezielles, Eigenes, und sind es richtige Ruhrgebietler oder sind es richtige Frankfurter oder richtige Bayern oder weiß der Geier was, ne? Ich habe es mit relativ gutem Gefühl verlassen, das Casting. Und dann, als ich im Auto nach Wien zurückfuhr, da drinnen saß, war dieses gute Gefühl wieder überdacht von meinen Gedanken, immer mehr gedämpft worden und dann war die Erwartungshaltung wieder total weggebaut. Und dann ist es halt geschehen. Werde ich nie vergessen, der Hubertus Bengsch kam dann und sagte, ich möchte den 1WO spielen. Melde mich von Bord U96 zurück. Öl, Munition und Proviantversorgung abgeschlossen. Boot ist klar zum Auslaufen. Danke, 1WO. Weil das eine unsympathische Figur ist, hatte das bisher überhaupt noch keiner gesagt. Ich weiß noch, wie ich dann die Bücher kriege. Dann schicken die mir die 6 Bücher, die Drehbücher. Und ich dachte, was soll das denn jetzt sein? Also, ich habe hier einer der Hauptrollen. Und wo bin ich überhaupt? Ja, wir können noch tiefer. Irgendwann ist natürlich Schluss. Ist klar. Hält der Druckkörper nicht mehr. Dann wird das Boot vom Wasserdruck zerquetscht. Und dann habe ich mich irgendwann entdeckt, immer in diesen Regieanweisungen. Der Leutnant guckt ängstlich, der Leutnant ist tot, zu Tode erschrocken. Also ich hatte ja wenig Text im Grunde genommen, aber war fast immer zu sehen sozusagen. Das schwierigste Problem war der Kapitän. Es war so, dass erstmal der Name Prochnow einfach im Raum stand. Das war der Schauspieler, mit dem wir ja gemeinsam schon mehrere Filme gedreht hatten. Das werde ich nie vergessen, da habe ich gerade eine Premiere hinter mir gehabt am Theater. Da klingelt nachmittags das Telefon, ich war bei meiner Mutter. Und da ist der Petersen dran und fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, diese Rolle doch zu spielen. Die einzige Voraussetzung, die er nicht erfüllte, war 10 Jahre älter als der echte Kapitän. Und deswegen haben wir erst mal gesagt, wir suchen doch, ob wir nicht jemanden finden, der das Alter hat. Dann haben wir uns die Bilder noch mal angesehen, die echten Bilder, die Buchheim ja hatte, und sahen, dass die Leute damals irgendwie älter ausgesehen haben als heute. Und dass halt der Prochnow ungefähr so alt aussah wie damals ein 30-Jähriger eigentlich. Dann habe ich gefragt, um die letzten Zweifler danach zu überzeugen, ob ich bereit wäre, Probeaufnahmen zu machen für den Film. Und dann kriegte ich eben die Rolle, nicht? Und dann ging das Anfang Juli 1980 ging das los. Prochnow, ein hervorragender Schauspieler, der den Kommandanten dieses Bootes, den Alten, so gut gespielt hat, dass man in Amerika sogar annahm, er sei richtiger U-Boots-Kommandant. In der größten Studiohalle Kontinentaleuropas beginnen für die Schauspieler die Hauptdreharbeiten in der stählernen Innenkulisse des nachgebauten U-Bootes. Wir sind mit dem Anspruch angetreten zu sagen, wir werden besser sein als jeder U-Boot-Film, der bisher gedreht worden ist. Ja, wir werden einfach einen neuen Maßstab setzen. Als der Hauptdreh begann, waren Teile des Bootes oben auf der berühmten Wippe. Und ich sehe nur noch diese Halle, wo ich am ersten Tag reinkam, irgendwie eine riesige Halle, also weiß ich wie viele, 100 oder 1000 Quadratmeter, und mittendrin dieses monströse, gespenstische Boot auf der Wippe. Die Wippe, die man ja so wie Schiffsbewegungen bewegen konnte, hydraulisch, die wurde dann mutwillig auf diese Stütze drauf gefahren. Die schwammen nicht mehr harmonisch im Wasser, sondern die... Ruhig, Männer, ruhig! Und einmal ist die ja voll umgeknallt. Diese Szene ist übrigens auch im Film drin, dass Jürgen voll in die Rabatten fliegt. Und wir wussten ja nicht, jetzt zitterte das Ding so. Fällt das ganze Ding um oder nicht? Wäre es umgefallen, wären wir von ungefähr 80 Tonnen Stahl erschlagen worden. Also wären tot gewesen. Und in diese eisige Stille, Todesstille,
Habe ich den Satz gesagt? Tja, Wolfgang, der Weg nach Hollywood ist hart. Das war live. Und noch etwas, was sie live gemacht haben, war, die haben in der Dekoration mit dem Karabiner geschossen. Da war nicht alles hundertprozentig zu kontrollieren. Es flog halt bei diesen Wasserbombensachen halt doch einiges in der Zentrale oder in der Dekoration rum. Und das war nicht immer ganz ungefährlich. In der Kulisse herrscht klaustrophobische Enge. Die Drehbedingungen sind extrem. Wolfgang Petersen entscheidet sich für den renommierten Kameramann Joost Vacanu, der den visuellen Stil des Films entscheidend prägt. Ich bin ja so ein großer Freund der Handkamera. Und ich bin auch ein Freund, sagen wir mal, des realistischen Lichts. Eigentlich möchte ich das so fotografieren, die Kamera muss genauso eingequetscht sein und eingedrängt und limitiert sein in ihrem Platz wie die Leute da drin. Dann darf die Kamera nie den Raum verlassen, physisch, der da ist. Mein erster Gedanke oder einer der ganz frühen Gedanken war, da möchte ich einmal von vorn bis hinten durch diese ganzen 50 Meter durchsausen irgendwie. Durch diese ganzen Kugelshots, durch diese engen Türen, durch diese Durchstiege in einer Einstellung durchgehen. Der Zuschauer soll das Geschehen an Bord hautnah miterleben. Petersen setzt auf möglichst authentische Verhältnisse, meist auf Kosten der jungen Schauspieler. Das Team hat bereits über 100 Drehtage hinter sich. Bei diesen Bombardements, wo dann Wassereinbruch war und wir dann von oben bis unten also wirklich im eiskalten Wasser standen. Und es war wirklich ganz schön stressig. Das Wasser muss raus. Erst in die Zentrale, Bilsch, und dann raus. Da war ja nichts gemimt. Also wenn wir da ausgeleert haben unten, wo wir beinahe abgesoffen sind, haben wir es ja echt ausgeleert. Haben wir nicht so getan. War nicht einmal, wo nichts drin war. So, kennt man ja aus Hollywood schon, so Koffer, wo nichts drin ist. Ne? Und wir haben ja echt geschuftet. Und wir haben ja echt 12, 13, 14 Stunden im kalten Wasser gestanden. Dann rein in diese Drecksbrühe. Und da schwammen ja Karotten, Kartoffeln, Kohlköpfe. Ja, es war ein unerträglicher Gestank in diesem Boot. Ich habe dann Kölnisch Wasser besorgt, und zwar eine Literflasche. Und die haben wir dann wirklich mit dem ins Wasser reingekippt, um das den Schauspielern, die nicht zimperlich waren, aber um sie erträglich zu machen. Drecke und Mist war jeden Tag. Und das Essen, also was bei uns ja in den Mannschaftsräumen hing, im Torpedoraum, das hat echt geschimmelt im Laufe der Zeit. Ne? War richtig eklig. Aber eben echt, so ist es halt. Ne? Das ist eine gute Portion Naturalismus und das ist doch nicht schlecht. Das macht den Film ja auch aus. Leute sagen ja immer wieder, wenn sie den Film sehen, die enorme Kraft und die Power von dem Film hat, dass es... Man riecht die Realität. Man hat nicht das Gefühl, man sitzt in einem Kinofilm. Man hat das Gefühl, man sitzt selber mit diesen Leuten im Boot und spürt deren Probleme und deren Leben hautnah selber mit. Wollen wir durch, Oberleutnant? Ich weiß ja, bei mir ist nur die Sülze, die wirklich mit diesen Haaren kam. Da hatten sie echt Sülze, wo dann oben drauf so Borsten waren. Und dann musste man sich da einmal so durchessen. Und wenn das dann dreimal gemacht ist oder viermal, dann wird der auch schon ganz anders. Und es gibt eine Szene, da glaube ich, der Semmelrogge bricht ein Brot auf und das ist innen verschimmelt. Also das haben wir erzeugt, indem wir das Brot von innen geimpft haben. Schimmel ist gesund. Wer dann anfangen will, an sich selbst zu arbeiten oder sein Verhältnis zu ein arbeiten. Edles Gewächs. Wer hat das? In diesem Film gibt es auch für die Maskenbildner nichts zu verschönern. Sie müssen die Schauspieler mit fortschreitender Fahrt immer ärger verunzieren mit Pickeln und Furunkeln, die vom schlechten Essen und von der Stickluft im Boot herrühren. Nicht nur das Brot, auch die Männer schimmeln. Man kam sauber geduscht in die Maske an und ging dann dreckig wieder raus. Ja, weil dann wurden die Finger halt schwarz gemacht und die Fingernägel und Runzeln und Pickel und alles Mögliche, was man halt so... gebraucht hat. Wir durften uns nicht in die Sonne setzen, der Bart sah furchtbar aus im Privaten. Man sah doof aus für die Kunst. Die Dreharbeiten ziehen sich über Monate hin. Insgesamt werden es über 170 Drehtage. Für eine deutsche Filmproduktion bis dahin undenkbar. Es ist ein Lehrfilm, ein Musterbeispiel geworden an Film, Wasserfilm, Bootfilm.
auch mit den technischen Mitteln zu der Zeit. Und für Petersen war es ja nie stark und nie doll genug. Und die armen Schauspieler auf dem Turm im Studio, die sind ja fast ersoffen. Bei den Stromaufnahmen, da war es eben auch so, da kam dann von der Decke in riesigen Loren tonnenweise das Wasser, dann war rechts und links noch so wie Feuerwehr aus Feuerwehrschläuchen. Man musste genau wissen, wann der Brecher kommt, um in der Zwischenzeit zu atmen. Sonst wäre es ja wie wirklich im Sturm. Und dann bekommt man eben keine Luft, dann schluckt man eben Wasser. Und jetzt passiert Folgendes, Bernd Tauber soll mich retten und ich sage ihm vorher, ich sage, Bernd, tu mir einen Gefallen, halt dich fest, dieses Wasser hat eine ungeheure Wucht von vorne, weil wir ja das Schanzkleid weggenommen haben. Und er sagt, ja, sabbel mal nicht rum, ich mach das schon. Und es hat ihn natürlich gleich weggehauen und hat ihn gleich zwei Rippen rein. Und dann ging der ins Krankenhaus. Nun hatte Wolfgang ja Langeweile so lange, weil wir ja 3 Stunden gewartet haben, bis er wieder aus dem Krankenhaus kam. Und er hat es mit mir immer wieder gedreht, immer wieder mein Sturz nach hinten. Und dann jedes Mal waren das, ich weiß nicht, 3-4 Tonnen Wasser. Ich habe das zusammengezählt, es waren 120 Tonnen volles Ding-Programm Wasser, was ich an diesem Tag in die Fresse gekriegt habe. Also ich sage euch, Freunde, also noch verhärtern kann man das nicht. Und wenn man da einmal durchgegangen ist, dann weiß man auch, also dann kann einem auch in diesem Filmbusiness nicht mehr so viel passieren eigentlich. Ich nur noch ein leises Action. Wow. Und dann war ich drinne. Und dann war ich drinne. Da war ich da, wo ich sein wollte. Man sah nichts. Nur ich sah. Durch Hören sah ich. Wow. Wow, das ist geil. Das haben wir den ganzen Tag gedreht. Etliche verschiedene Szenen, auch dem Radio. Jürgen, ganz ruhiger, sensibler Partner. Super. Also ich glaube, mit dem Typen könnte ich alles drehen. Ja, das war ein ganz toller Drehtag. Tiefer. Noch tiefer. Und jetzt ist die absolute Spannung dieser Szene, dass das Boot jetzt tiefer und tiefer geht. Und der Leitende so mit flatternder Stimme jetzt auch sagt, 200 Meter. 210 Meter. Und jetzt mache ich von euch Großaufnahmen. Das wird nur auf Großaufnahmen jetzt gemacht. Was in der Einzelnen vorgeht. Das muss bei euch allen, müsst ihr innerlich vibrieren. Und jeder für sich selber überlegen, das darzustellen. Diese unglaubliche Pein, die jetzt einsetzt. Wenn das Boot immer tiefer geht und es immer mehr knackt im Gebälk, es knistert. 110 Meter. Wenn die runtertauchen und immer tiefer und tiefer und tiefer. 220 Meter. Diese Töne war eine Sack Backpulver auf eine große Wanne draufgedrückt, ganz langsam. Damit macht man auch Schneeschritte. Aber wenn das auf einen Resonanzboden draufkommt, Petersen hat eben auch die große Qualität in jeder einzelnen Situation sehr genau zu wissen und sehr genau zu überlegen, wie er so etwas macht und dabei auch das ganze Team einzubinden. Diese Fähigkeit von Regisseur Petersen wird bei den anschließenden Dreharbeiten an der französischen Atlantikküste ein weiteres Mal auf die Probe gestellt. Im Oktober 1980 reist die Filmcrew nach La Rochelle. Für viele der jungen Schauspieler ist dies ihre erste Reise ins Ausland. Das ist eine eigene Welt, eine eigene
Tross, der da eingefallen ist mit eigenem Flugzeug und alle Hotels belegt hat. Plötzlich kommt man in die weite Welt und hat ein Produktionsbüro in irgendeiner Villa. Das war unser Domizil für die ganze La Rochelle-Episode. Der erste Eindruck von La Rochelle war einfach schon mal ganz gut. Klima, das Städtchen. Hinter die Kulissen waren wir ganz schön rundgegangen. Also. Der Semmelrogge fuhr irgendwie in die Kneipe rein und mit dem Motorrad an die Theke direkt. Und also ich meine, das war so ein Durcheinander. Das war der völlige Wahnsinn im Grunde genommen. Und das hat der Wolfgang mit einer unglaublichen Bravour im Grunde durchgesteuert. Das war alles irre. Was sich wie Urlaub anfühlt, wird schnell wieder zur harten und risikoreichen Arbeit. Mit dem U-Boot-Nachbau sind ausgedehnte Dreharbeiten auf dem offenen Atlantik geplant. Laut Werft und Versicherung ist die Attrappe bis Windstärke 7 und einer Wellenhöhe von bis zu 2 Metern seetüchtig. Wir haben nicht lange gedreht, weil das U-Boot ging kaputt. Da kam ein bisschen Wind auf und die Wellen gingen so ein bisschen höher. Und da sah ich das plötzlich an diesen Nahtstellen, wo das zusammengesetzt war, die plötzlich öffneten sich so ein bisschen. Und dann entstand schon so ein bisschen eine Panik auf dem Schiff, so ein bisschen eine Unruhe. Irgendwas ging da so ein bisschen schon auseinander oder irgendwas war nicht ganz in Ordnung. Die Gratings waren schon weggeschwommen und wir hatten das volle Ornat an, das heißt Leder, Seestiefel und Öl. Wir hätten eine Chance gehabt von maximal einer Minute in dem Wasser. Wir wären nie wieder gefunden worden. Wir sagten, um Gottes Willen, wir müssen jetzt runter hier so schnell wie möglich. Wir müssen das Boot wieder in unsere kleine so eine Parkbucht, wo der Leuchtturm ist, müssen wir da wieder parken für die Nacht und warten wir mal ab, kein Risiko eingehen. Und dann am nächsten Morgen, da rief der Leuchtturmwärter an und sagte, Herr Petersen, guten Morgen. Ich sage, guten Morgen, was ist denn jetzt los? Sagt er, parken Sie nicht immer Ihr Boot hier in dieser Bucht hier? Ja, da ist kein Boot. Ich sage, da ist kein Boot? Nein, da ist kein Boot. Da hängt nur eine Strippe, aber kein Boot. Ja, da war Holland in Not natürlich. Und dann kam also Petersen selber ans Telefon und sagte mir, ja, heute Nacht ist das Boot auseinandergebrochen. Und das war natürlich die absolute Katastrophe. Die Filmarbeiten kommen zum Stillstand. Der Zwischenfall führt zu einer Drehpause von einem Monat und kostet die Produktion über 2 Millionen Mark. Die deutschen Medien stürzen sich auf das Ereignis. In zähen Wochen wird das Boot wieder flott gemacht. Beim großen Finale der Hafenbombardierung vermischen sich nun Wirklichkeit und Fiktion und gehen fließend ineinander über. Speziell, wenn das Boot am Schluss in den Hafen wieder völlig demoliert reinkommt, nach La Rochelle, kann man da irgendwas machen? Und da kam uns zur Hilfe, genau in der Überlegung, dass eben Teile von dem Boot gefunden worden waren. Die wurden dann in einer mühsamen Arbeit wieder zusammengeflickt. Und alles, was nicht mehr da war, die riesigen Löcher, die Stücke, die nicht da waren, wurden aufgefüllt mit so Holzkonstruktionen und die wurden so gemalt, dass man es nicht so genau sah. Und das rettete uns insofern, dass man zumindest mit diesem schrecklich zusammengeflickten Art von einem Boot zum Schluss wieder in den Hafen reinkam, weil das Boot war sowieso komplett zerschossen und kaputt. Stopp. Also für mich war das während diesem Dreh überhaupt nicht so präsent, dass wir da ja was wiederholen, was für Bewohner eine Bedeutung haben könnte oder mit Sicherheit gehabt hat. Die Bunker kriegt man ja da nicht weg, die sind nicht abtragbar, die sind nicht sprengbar. Die stehen da halt als Monumente der Kriegszeit. Gerade die Veteranen wurden da natürlich schon sehr erinnert an die alte Zeit. Es war plötzlich wieder Krieg da ungefähr. Bei dem großen Bombardement standen 2000 Franzosen an den Abzäunungen und viele Ältere dabei, die weinten. Das war nicht ganz einfach für die Bevölkerung da, das alles nochmal zu erleben. Also das war wirklich Krieg und Frieden konfrontiert, wie ich selten irgendwo gesehen habe. Bunte Ferien, bedachte Menschen und daneben bombardierten wir da die
dieses Hafenbecken. Niveau des caméras, du placement des caméras, du mouvement des foules, vous avez eu des problèmes, non? Oui, d'abord parce qu'il va y avoir beaucoup d'explosions, d'impact de mitrailleuses et tout, que nous sommes obligés d'avoir un service d'ordre important pour que le public, qui n'a rien à voir avec la figuration, ne vienne pas se mettre au milieu. Und da ist passiert, dass ein älterer Franzose auf mich zu ist und wollte mich in das Becken schmeißen. Da war das erste Mal, war ich glücklich, dass ein Polizist da war und hat ihn zurückgehalten. Ich habe nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Ich habe mich weder getraut, dass ich den zurückschubse oder so. Ich habe mich einfach nur schubsen lassen. Also das war ein Erlebnis, wo ich sage, da habe ich dann schon längere Zeit gebraucht, dass ich da kapiert habe, was jetzt passiert ist. Und dass du eigentlich in einem Film mitmachst, wo der größte Teil sagt, die Zeit jetzt gar nicht geben darf. Passt gut, 6-87-1, zweite. Das war eine Glanzleistung von dem Spezialeffektmann Charlie Baumgartner, Charlie Bumbum, wie wir ihn genannt haben, der leider nicht mehr im Geschäft ist, aber er hat damals die tollsten Sachen gemacht, mit primitivsten Mitteln. Fabelhaft, der ganze Hafen war mit kilometerlangen Strängen Elektroleitungen versehen, sodass man also auch von einer ganz bestimmten Stelle auf dem Dach des U-Boot-Bunkers riesige Bomben zünden konnte und dann auch im Vordergrund eben die sogenannten Squids, die Einschläge von Spitfires, die da drüber saßen. Dann ging es los. Dat, 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 dat. Na, totale, glaube ich, habe ich 70 Stück gehabt. 70 Explosionen. Das war seine Stunde. So. Das war wirklich cool. Das war seine Stunde, wie er so dann da saß und hatte da so Schaltpulte über Schaltpulte. Und da konntest du so sehen, wie so ein Mann, großer, schwerer Mann, plötzlich war wie so ein kleines Kind. So die. Aber nicht nur, wie er sich bewegt hat, auch die Augen, alles war wieder so. Das war so die große Stunde. Ja, hat Spaß gemacht. Die Flugzeuge kamen nur über uns hergeschossen. Du lagst automatisch flach auf der Erde. Da brauchst du keinen mal zu sagen, und jetzt hinlegen. Das sind Momente, da denkst du wirklich, Mensch, scheiße, das haben wirklich Leute live erlebt. Und das waren dann richtige Bomben. Hey, wir reden von Probleme? Tranquilo. Und dann musstest du halt da rumrennen. Und die ging halt überall los, nur nicht da, wo sie gesagt haben, dass sie losging. Drehen, Klappe, Action. Es machte einen riesen Knall, alles war schwarz. Alles war schwarz. Ich dachte, jetzt sterbe ich echt. Es war eine Minute und eine Minute kann lang sein. War es bloß schwarz und Dreck. Es war ein Wahnsinn. Also da bin ich aufgestanden, da war ich relativ leicht angesäuert. Ich habe gesagt, jetzt war es aber kurz vom. Das mache ich nicht nochmal so eine Scheiße. Ja, so war das. So erlebt man es damit als Schauspieler. Er war halt ehrgeizig, der Charlie. Da hat er gedacht, den heizen wir so richtig ein, den lasse ich mal den Arsch richtig brennen. Auf das Bombardement in La Rochelle folgen aufwendige Trickaufnahmen im Studio in München. Die Unterwasseraufnahmen sind damals technisch eine Herausforderung. Im Juni 1981, 2 Jahre nach Beginn der Produktion, enden damit die Dreharbeiten. Erstmal die große Leere. Das ist aber immer so. Also nach jedem Projekt ist das ein sogenannter kleiner Tod. Die Fertigstellung des gesamten Projektes steht unter enormem Zeitdruck. Denn schon 3 Monate später soll der Kinofilm im September seine Premiere feiern. Die deutsche Öffentlichkeit wartet ungeduldig auf dieses Ereignis. Die beinahe 3 Stunden längere TV-Fassung wird erst 4 Jahre später veröffentlicht. Als Filmplakat verwenden die Macher ein Originalfoto Buchheims, aufgenommen 1941 während eines Sturms auf hoher See. Ein gestalterischer Geniestreich. Wirklichkeit übertrifft Fiktion. Wir saßen alle in der ersten Reihe oder in den ersten 2 Reihen, was ganz furchtbar war, weil wir mussten den Film halt so anschauen und sahen ihn eben auch zum ersten Mal in kompletter Länge.
Ich habe bei der Premiere nur, weiß ich, nur den ganzen Film nur durch die Finger gesehen. Ich habe immer nur so geguckt, weil ich das nicht ertragen konnte. Also mich selber auch zu sehen auf so einer großen Leinwand, das hatte ich vorher noch nie. Das war mein erster Kinofilm halt. Ja, das war einfach, es war ein zusammengeschnittener Abenteuerfilm, Cowboy-mäßig, auf Action gemacht. Also wir haben da, und da waren wir eigentlich relativ einer Meinung eigentlich. Es war so. Wir wussten, dass es reduziert war. Haben uns angeguckt und waren also wirklich enttäuscht. Habe ich gedacht, das war doch nicht unser Film. Ist das unser Film? Da fehlte so viel. Also ich war relativ enttäuscht, wo ich das Boot dann gesehen habe. Kann man sich vorstellen, wie viele Szenen wir da gedreht haben, die in dieser Version überhaupt nicht auftauchten. Und viele Rollen, wo die Jungs auch wussten, die hat doch eine riesen Rolle gehabt. Und plötzlich waren das reduziert auf ein paar Sätze. Das war wirklich nicht schön, das war wirklich schade. Aber was wollten wir machen? Ich hatte mir vielleicht auch eingeredet, ich mache in einem Antikriegsfilm mit. Und für mich war das kein Antikriegsfilm. Die erste Kinofassung, da war diese Aussage eben ziemlich weg. Ja, also da die tolle Musik von Doldinger, ja, super Musik, ja, aber die heizt natürlich auf und die macht an und die macht es positiv. Ja. Dieses Heldenthema, das da drauf ist, ne, das ist ja ein ganz gefährlicher Bereich. Und geht dann mit Attacke und Hurra, wir kommen, sowohl in der Musik, als auch im Bild, als auch in den Geräuschen vor. Ne? Da gab es so Passagen drin, wo wir dachten, oh Gott, diese Angriffsmusik, das ist ja wie in einem Western. Das Hauptthema habe ich, wie gesagt, im Vorhinein produziert, aber die entscheidenden Takes wurden eigentlich erst nach fertigen Bildern komponiert und produziert. Soll ich Ihre Briefe mitnehmen? Also ich glaube, die Musik ist fein, ist nicht ständig, ist dramatisch genug, wenn es dramatisch wird. Ist kein Kriegsgetrommel, ist nicht. Das Thema ist gigantisch. Ein Film zwischen Heldenepos und Kriegsabschreckung. In mehreren Städten wird er Journalisten vorgeführt. In Hamburg kommt es zum Eklat. Dort gab es eine geradezu wütende Journalistenmeute, muss ich fast sagen, die also über uns herfiel und uns also am Boden zerstören wollte. Mich hat viel mehr gestört, dass man direkt dem Film angegriffen hat, dass er eine politische Haltung hat, die er nicht hatte. Eine politische Haltung hat sozusagen, als ob das ein kriegshetzender Film sei, als ob das ein Pro-Kriegsfilm sei. Und das hat sich dann auch gerade in der sehr wichtigen Hamburger Presse, also Spiegel, Stern und so weiter, sehr, sehr negativ niedergeschlagen. Wir haben dann vernichtende Kritiken in beiden großen Magazinen bekommen. Auch der umstrittene Romanautor des Filmstoffs äußert öffentlichkeitswirksam starke Kritik. Als dieser Tanz offensichtlich wurde, sozusagen, da war ja ein Bild von mir, ein ganzseitiges Bild in einem Zeitmagazin. Und da war wohl so ein Kommentar von Buchheim, wenn diese Szene in den Film kommt, dann laufe ich amok. Und Buchheim hat als klassischer, sage ich mal, Stratege sich gesagt, ehe andere mich angreifen, attackiere ich selber. Hat er dann fotografiert und Bücher über den Film herausgegeben und da hat er mir gesagt, das ist nicht mein Stoff, das ist verdorben. Seine ersten Reaktionen auf die Veröffentlichung des Films war ja eher negativ. Das mag was damit zu tun gehabt haben, dass er selber
sehr engagiert war und eigentlich, glaube ich, wenn ich es recht deute, am liebsten diesen Film selber gedreht hätte. Hätte er das Buch nicht geschrieben, hätten wir nie den Film drehen können. So sehe ich das. Wenn man so ein Baby hat wie das und was ihm natürlich also ganz, ganz viel bedeutet, ist ja klar, und einen ganz wesentlichen Abschnitt seines Lebens bedeutet und ausmacht, wenn man das jetzt anderen Leuten in die Hände gibt und die damit was machen und was anfangen, dann ist das immer schwer. Es ist immer schwer, da loszulassen. Er hatte auf sein eigenes Buch heftigste Reaktionen der Veteranen bekommen, der U-Boot-Veteranen, die gesagt haben, ihr Name würde sozusagen beschmutzt, ihre Ehre würde beschmutzt durch das Vokabular dieses Buches, durch die Art, wie sie angeblich miteinander geredet hätten, gerade auch im sexuellen Bereich und so weiter. Weihnachten in La Rochelle, also richtig wieder einen wegstellen. All die süßen Blitzmädchen, die Nachrichten ziehen, die Carbonnütchen. Rammeln, die Fetzen fliegen. Ein schöner, langsamer Nachmittagsfick. Miep, miep. Er hatte Angst, das Ganze wird jetzt noch viel schlimmer, wenn die das sehen und wenn die da, wenn das wirkliche Figuren sind, die diese Sprache sprechen. Gebt dem Bluder ordentlich Puder. Er wollte das Schiff verlassen, ehe es sinkt. Neben der Kritik des Buchautors mehren sich auch Pressestimmen, die das Boot als kriegsverherrlichenden deutschen Actionfilm bezeichnen. Ich hatte das Gefühl, dass das auch ein Riesenwagnis irgendwo war, in Deutschland Soldaten so darzustellen. Das waren wir bis dahin nicht gewohnt und das war noch nie passiert. Man identifiziert sich, fängt sich an, mit den Personen zu identifizieren. Das war die Idee. Und gewinnt die auch irgendwie lieb, egal in welchem Land der Welt man das guckt. Aber dennoch zeigt sich, der Krieg selber frisst diese Menschen, an die man lieb gewonnen hat. Und die gehen damit unter und das zeigt den Irrsinn des Krieges. Diese Reise in den absoluten Wahnsinn, das ist alles, was du zu zeigen brauchst. Und du hast einen Antikriegsfilm. Das war meine Message. Das war meine wirkliche Überzeugung. Und so ist es ja offensichtlich auch für die allermeisten, außer Deutschland, Kritiker dann auch hier rübergekommen. Diesen schmalen Grat musste der Film gehen. Er musste zeigen, dass das eine Waffe ist, dass das Leute sind, die andere, die geschickt sind, die beauftragt sind, andere zu töten und die das auch irgendwo emotional erleben. Und zwar nicht negativ. Also das wäre verlogen, das zu leugnen. Den hat's erwischt. Weg da! Wir wollen uns, wir haben ihn! Wir haben ihn! Leise! Das haben ja auch interessanterweise alle Menschen in allen anderen Ländern verstanden. Nur in Deutschland nicht. In Deutschland war es ein Problem. Interessanterweise ja ausgerechnet in den Ländern war der Film am erfolgreichsten, in denen die Gegner saßen, die damaligen, nämlich in England und Amerika. Das ist ja die verblüffende Wirkung, auch zum Beispiel hier in England, wenn man sich überlegt, welchen Erfolg der Film hat, obwohl es deutsche Soldaten sind. Kann es nur das sein, dass die Leute sagen, ja, letztendlich ist es die menschliche Tragödie. Die Reaktion in Amerika war dann eigentlich das Entscheidende für den Film. Also das war in jeder Beziehung ein ungewöhnliches Ereignis, dieser Film. Und das hat beim Oscar eben nicht Halt gemacht, ne? Bei den Oscars 1983 ist das Boot gleich in 6 Kategorien nominiert. Darunter die Königsdisziplinen, Drehbuch, Regie, Kamera und Schnitt. Eine absolute Ausnahme, dass fremdsprachige Filme in diesen Kategorien in Betracht gezogen werden. Es hat damals über die Nominierungen nahezu niemand berichtet. Aber als wir dann den Oscar nicht bekamen, als sozusagen die Chance bestand, eine Negativschlagzeile zu machen, die wurde natürlich genutzt und die Abendzeitung erschien dann mit der Schlagzeile Boot ging in Hollywood unter. Eine Schlagzeile, die sich natürlich anbietet. Auf die kommt selbst der Redaktionspraktikant im Zweifel. Die Fernsehfassung wird 1985 zum Zuschauermagneten und erzeugt ein positives Presseecho. Selbst Autor Buchheim macht nun seinen Frieden mit dieser Langfassung.
Dieser Film wurde immer populärer als Fernsehen. Ja, das war es eigentlich. Also erstmal war es enttäuschend und der wirkliche Erfolg kam erst praktisch 10 Jahre später. 5 bis 10 Jahre später kam erst der Erfolg dann für uns und die wirkliche Anerkennung. Sicherlich war immer klar, die Fernsehserie ist das Bessere. Das ist wie in dem Buch. Das Buch besticht meiner Meinung nach dadurch, also dass der Roman, dass 100 Seiten nichts passiert. Ozean. Nichts als Ozean. Keine Spur vom bösen Feind. Nur dreckige Hälse, zerrissene Hemden, verschwitzte Decken und vor allem unsere miesen Visagen. Scheiß Nebel. Scheiß Nässe. Scheiß Gammelfahrt. Die langen Gammelphasen, wo die Leute nicht wissen, wie sie die Tage rumbringen sollen, wo sich der Koller des Eingeschlossenseins in so einer Röhre, wo der sich so auslebt und wo dann auch die Aggressionen untereinander ausbrechen und so weiter, das ist natürlich zu kurz gekommen. Halt deine dämliche Schnauze! 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 Lass mich Ruhe! Der macht mich noch total Panne mit seinem religiösen Scheißdreck! Der erste Kinofilm ist Quatsch, auch der Director's Cut ist Quatsch. Es gibt nur eine einzige Fassung und das ist die 5,5 Stunden. Die muss man sich ansehen, damit man den ganzen Irrsinn, der auch damals war, begreift. Für viele junge Schauspieler bringt Das Boot den Durchbruch. Sie werden Stars in Deutschland. Für Regisseur Petersen, Kameramann Vacano und Schauspieler Prochnow eröffnet die Produktion Hollywood-Karrieren. Film ist ja immer eine Teamarbeit und wir hatten also die großartigsten Leute eigentlich auf jedem Gebiet da, muss ich sagen. Und aus meiner Erfahrung im Rückblick, das gibt es ganz selten, dass das alles stimmt eigentlich. Das war eine Pionierarbeit, verstehst du? Und man hat dazu, hey, wir haben dazu was beitragen können. Also mehr geht doch nicht, oder? Ich dachte ja, okay, so geht Film. So geht Film, aber so ist es nie wieder passiert. Mir jedenfalls. Die Sehnsucht nach so einer Arbeit ist natürlich immer, immer da. Wir waren einfach eine Riesenfamilie und genossen auch ein Riesenvertrauen untereinander. Das war echt das Schöne. Heute werde ich darauf noch nicht täglich, aber immer noch so angesprochen. Und dann wissen die es immer noch, auch Menschen, mich dazu zu ordnen, dass ich da mitgespielt habe. Boot ist der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Das ist einfach so. Boot kennt man von Feuerland bis Bad Tölz. Dieser Film ist ein Film für die Ewigkeit. Es gibt 2 deutsche Filme, zumindest Antikriegsfilme oder Kriegsfilme, wo man sagen kann, die werden alles überstehen. Das ist Die Brücke von Bernhard Wicki und das ist Das Boot.